Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich weiß, dass einige von euch der Auffassung sind, ich mecker einfach nur über COD und die Games und das ist irgendwie alles für mich. Ich habe auf der PlayStation mittlerweile 200 Spielstunden MW2. Ihr könnt gerne mal gucken unter Profil, ob ihr mehr habt. Ich bin mir relativ sicher, es gibt kaum einen, der mehr hat. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie eine Milliarde mit Twitch nebenbei verdiene und deswegen das irgendwie durchsäge. Ich habe Vanguard zum Beispiel komplett geskippt nach 4 Wochen, weil es absolut Schrott wurde und Schrott geblieben ist. Und MW19 habe ich auch keine Videos zugemacht und nicht gestreamt, kein gar nichts. Ich liebe die Franchise und ich möchte einfach, dass es besser wird und dass wir uns nicht mit dem zufrieden geben, was wir seit Ewigkeiten bekommen. Und trotzdem ist es eben so, dass es für mich eine absolute Hassliebe ist. Wenn euch das nicht gefällt, wie ich Content mache, jedem steht frei zu gehen, aber dann verpasst ihr auch interessante Sachen wie heute. Wir gehen in das Thema Aufsätze in MW2 und Aufsatztuning. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten und dieses neue Aufsatztuning ist ja etwas, was Infinity Ward dieses Jahr ganz neu reingebracht hat. Die ersten 3-4 Minuten werde ich euch ein paar Aufsätze zeigen, die universal auf jeder Waffe einsetzbar sind. Die haben halt manchmal einen anderen Namen, aber sind immer die gleichen. Und dann kommen wir auch noch 3-4 Minuten zu dem Thema Waffentuning. Denn ich habe bisher viele gesehen, die da irgendwie wie wild ihre Waffe tunen und den Lauf tunen und den Griff und alles. Und eigentlich macht ihr eure Waffe damit zu 99% schlechter, als dass ihr sie besser macht. Dazu kommen wir aber gleich. Also Leute, ich habe mir jetzt als Beispiel hier einmal meine M4 genommen, weil das ist die Standardwaffe und die meisten Sachen auf der M4 werdet ihr mittlerweile als Aufsatzvariante freigeschaltet haben. Ansonsten, bei den meisten Aufsätzen steht mittlerweile, was ihr leveln müsst, damit ihr etwas Besonderes freischalten müsst. Eine Ausnahme ist hier beim Visier das Slimline Pro. Das ist lange Zeit gesperrt gewesen. Ihr müsst die Lachmann Submachine Gun, das ist die MP5 im Prinzip, auf Level, ich glaube, 14 bringen. Bei manchen geht es trotzdem nicht. Probiert euch mal an der neuen MP aus dem Battle Pass. Als ich die gelevelt habe, habe ich das Slimline Pro plötzlich frei bekommen. Alternativ könnt ihr natürlich auch das Crone Mini Pro nehmen. Ist ähnlich. Ich finde das Slimline Pro aber geiler. Hier in dem Fall gehe ich jetzt mal ohne. Ich kann es aber auch hier einmal wegmachen und drauf tun. Denn seht ihr, selbst das Visier hat eine Tuning-Möglichkeit. Und diese Tuning-Möglichkeit, darauf kommen wir gleich. Es gibt im Prinzip viele Aufsätze, die euch überfordern können, weil es einfach zu viele Aufsatzmöglichkeiten gibt. Wenn man aber in Ruhe genauer reinguckt, sieht man, dass die meisten Aufsatzmöglichkeiten, die wir haben, eigentlich immer die gleichen sind und wir können ja am Ende auch nur 5 Aufsätze nehmen im Gegensatz zu Vanguard. Das beste Beispiel ist, wenn ihr euch die Unterläufe anguckt und mal links unten guckt, nur was steht, was die tun. Diese beiden Aufsätze machen genau das gleiche und man muss mit einer Lupe rangehen, um zu sehen, wo der Unterschied bei Präzision und Stabilisierung von Rückstoß ist. Dazu kommt, hier seht ihr es wieder, 2 Aufsätze, die eigentlich genau das gleiche machen. Und das geht hier komplett so durch. Ihr habt hier bestimmt 5 oder 6 Unterläufe, die alle dasselbe machen, mit wirklich winzigen, kleinen Dingen, die sich da ändern. Lasst euch da nicht verwirren. Erster Tipp von mir, wenn ihr an die Unterläufe geht. Bei jeder Waffe gibt es diesen Unterlauf. Das ist hier der FFS oder der FSS Sharkin oder Sharkfin. Diesen Aufsatz gibt es genauso für eigentlich jede andere Waffe und der hat eine geile Eigenschaft, er hat keine Cons. Und die meisten Aufsätze, es ist super nervig, finde ich, haben gefühlt mehr Nachteile als Vorteile. Wenn ihr also seht, dass ihr bei irgendeiner Waffe sowieso noch was übrig habt, macht den drauf. Untätigkeit, Zielstabilität, es gibt ja ganz viele neue Parameter, die wir früher nie hatten, die ja plötzlich kompliziert aussehen, bedeutet Eye Sway, das heißt, wie sehr bewegt sich das Visier, wenn ihr im Scope seid. Und von dieser Aufsatzvariante gibt es noch ein zweite und die geht hier drüber, ich habe die eben schon mal rausgesucht, da. Präzision aus dem, beim Feuern aus der Hüfte und Zielstabilität beim Laufen, also wenn ihr im Scope seid und euch bewegt, wie sehr schwingt dann das Visier sozusagen umher. Diese beiden Aufsatzvarianten sind cool, weil sie haben keine Nachteile. Der Idle Sway wird beim ersten Aufsatz ein bisschen verbessert, ca. 5%. Aber es hat halt keinen Nachteil und warum nicht den Vorteil mitnehmen? Es gibt nicht für jede Aufsatzart ein Tuning. Es gibt für Munition Tuning, es gibt für die Unterläufe, für die Läufe, für die Mündung, für Laser nicht, für Visier gibt es, für Schaft gibt es und für Griff gibt es, glaube ich, auch. Da kommen wir aber gleich zu. Das ist hier so chaotisch, man muss irgendwie so über komische Wege auf diesen Aufsatz rauf.
Bei den Läufen ist folgendes Problem. Ihr seht ja links unten die Balken und die Läufe sind nicht universal. Das heißt, jede Waffe hat unterschiedliche Läufe mit unterschiedlichen Namen für sich. Ich kann euch hier nur raten, das ist der zweite Tipp. Weniger Aufsätze auf den Waffen sind mehr. Glaubt mir, Leute, wenn ich euch sage, und ich habe das mit 200 Stunden Spielstunden selber getestet, ich habe in privaten Games mittlerweile so viele Aufsätze getestet, ich habe die Aufsätze gestackt, Exclusive Ace hat darüber Videos gemacht, True Game Data. Weniger Aufsätze ist besser bei den Waffen, deshalb fühlt sich wahrscheinlich, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, für euch oftmals so an, als wenn die Basiswaffe, die ihr habt, ohne Aufsätze, nur vielleicht mit einem Visier und, keine Ahnung, einem Griff, besser performt als die gleiche Waffe mit 5 Aufsätzen, wo man ja eigentlich denkt, umso mehr Aufsätze, umso besser muss die Waffe sein. Bei den Läufen müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein. Ich persönlich würde hier euch immer empfehlen, wenn ihr unbedingt einen der Läufe drauf machen wollt, macht wirklich etwas, was bei den Nachteilen kein Riesenproblem wird. Wenn ihr hier zum Beispiel einmal nach hinten geht, ihr habt ein bisschen bessere ZV und ein bisschen mehr Bewegungstempo, beides so circa 3% mehr. Dafür geht die Reichweite flöten, die Geschossgeschwindigkeit, die Rückstoßkontrolle, die Prezi aus der Hüfte. Das heißt, ihr macht die Waffe in 9 von 10 Fällen schlechter damit. Was ihr dann immer bedenken solltet, es gibt diesen einen Universalaufsatz, der auf jeder Waffe absolute Pflicht ist. Und zwar der FSS All V-Laser. Der heißt auf anderen Waffen anders, aber ihr seht es bei den Pros und Cons. Und ich glaube, in der Anordnung ist es auch immer der 4. genau. Dieser Laser ist mit Abstand das Beste, was ihr für eure AR, für eure MP, für eure Shotgun, für eure Sniper, sonst was nehmen könnt. Ihr habt deutlich höhere ZV-Geschwindigkeit, 15% mehr als bei der Basiswaffe. Ihr habt eine viel bessere Zielstabilität, ich glaube 8%. Das bedeutet, wenn ihr im Ziel seid, verbessert das auch euren Rückstoß, der visuelle Rückstoß. Sprinten zum Feuertempo sind nur 3%, das heißt, wie lange braucht ihr, wenn ihr aus dem Sprint kommt, bis ihr schießen könnt. Aber dafür, dass ihr nur einen Nachteil habt, und zwar sieht man diesen Laser, wenn ihr in der Zielvorrichtung seid, finde ich das gar nicht so schlecht. Dazu solltet ihr mal eins bedenken, oben in der Beschreibung steht immer, welche Farbe der Laser hat. In dem Fall strahlrot. Und nur wenn ihr in ZV seid, rot ist schwieriger zu sehen als blauer Laser oder grüner Laser. Diesen grünen Laser habt ihr wahrscheinlich schon oft gesehen, der blendet einen ja richtig. Wenn da ein Gegner um eine Ecke steht und im Scope ist, da seht ihr auf dem Boden schon den Laser und wisst, dass er einer ist. Dieser Aufsatz ist für fast alle Waffen verfügbar und ich kann euch nur empfehlen, absolute Pflicht, den mitzunehmen. Wenn ihr trotzdem in der ZV nicht gesehen werden wollt, dicke Empfehlung, es gibt immer noch 2 Aufsätze, die keinen Nachteil haben. Das ist einmal der normale Schlager-Pack-Box-Lauf. Das ist nichts anderes als ein kleiner blauer Laser auf eurer Waffe, der so kaum gesehen wird. Verbessert ZV-Geschwindigkeit, es waren glaube 4%, ich habe so ein Excel-Sheet dafür, ist aber nicht viel. Oder ihr könnt den hier nehmen, der hat auch kein Nachteil für euch, roter Strahl, was wieder gut ist, 3-4% Zielstabilität. Aber generell, es gibt eigentlich kaum ein Argument zu sagen, dieser Laser sollte nicht drauf. Dazu kommt, ich habe euch das bei dem Slimrime Pro ja jetzt eben schon erklärt, hier beim Tuning solltet ihr auf viele Sachen achten. Die erste Sache, die ihr nicht machen solltet, ist, jeden Aufsatz wie wahnsinnig in irgendeine Richtung tunen, nur damit ihr was getunt habt. Das ist so übel, wie ihr euch die Waffe kaputt machen könnt. Und Ace hat das in einem kompletten Video runtergebrochen. Da würde ich mich jetzt nicht nochmal ransetzen und die Hälfte seiner Sachen kopieren und die andere Hälfte Sache selbst rausfinden. Quintessenz des Ganzen. Umso mehr ihr das Tuning der Waffen benutzt, umso mehr macht ihr eure Waffe kaputt. Und wenn ihr auf diesen Graphen guckt und ihr guckt mal ganz genau hin, dann denkt man, wenn ich Bewegungstempo beim Zielen höher setze, sollte das eigentlich linear höher werden und Rückstoßstabilität wird dadurch schlechter. Wenn ihr jetzt aber mal guckt, wie dieser Graph sich entwickelt, werdet ihr sehen, dass der nicht linear läuft, sondern genau an dem Punkt hier geht es noch ein bisschen runter. Und jetzt passt auf, jetzt wird es noch besser und jetzt wird es plötzlich wieder schlechter und geht wieder zurück. Mobilität wird wieder eingebüßt. Geht die aber wieder hoch, ist es nicht linear, dass es wieder besser wird, dann wieder schlechter wird. Das heißt, wenn ihr jedes Mal genau guckt, wie viel
hole ich aus dem Aufsatz raus, im Gegensatz zu, wie viel büße ich in einem anderen Ort an dieser Stelle ein, macht das Waffentuning eure Waffen einfach nur schlechter und nicht besser. Es gibt eine Ausnahme, und zwar beim Waffentuning von den Visieren. Da seht ihr ganz unten, nah und fern. Es macht einen visuellen Unterschied für euch. Übrigens witzig, dass das Slimline Pro hier immer noch als blockiert angezeigt wird, obwohl ihr gesehen habt, es ist freigeschaltet. Also es sind noch viele Bugs im Game. Ihr könnt hier unten zwischen nah und fern entscheiden. Nah bedeutet, dass eure Augen oder das Visier, die Waffe, näher an eurem Charakter dran ist. Das seht ihr optisch. Und fern bedeutet, dass das Ganze eben weiter entfernt ist. Und ihr könnt das immer relativ einfach testen. Einfach Dreieck in dem Fall. Wenn es denn jetzt geht. Okay. Diesmal geht es tatsächlich. Ein Wunder ist geschehen. Manchmal bricht das Spiel einfach ab. Ihr seht das hier auf dem Slimline Pro. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der direkten Entscheidung mal sehen wollt. Ihr seid mit der Waffe viel, viel näher am, weiter am Visier dran. Was viel, viel einfacher ist, weil ihr mehr vor euch seht. Wenn ihr das Ganze im Prinzip wieder ändern wollt, braucht ihr einfach nur in eure Ausrüstung gehen. Nehmen wir mal irgendeins, wo wir das so nicht haben. Hier ist jetzt ein Iron Sight. Ihr seht es aber schon beim Iron Sight, ihr seht eigentlich viel weniger. Das ist ein guter Tipp, den man sich auf jeden Fall mal zugute führen soll. Ich persönlich spiele alle meine Waffen, wo ein Visier drauf ist, mit fern. Und dann eine letzte Sache, Munition. Eigentlich wollte ich ein separates Video dazu machen, aber ich mache es mit euch heute, auch wenn es jetzt vielleicht ein längeres Video ist. Es gibt verschiedenste Munitionsarten, wovon ich euch nur zwei Munition empfehlen kann. Und das ist die Hochgeschwindigkeitsmuni. Mehr Projektilbeschleunigung bedeutet, dass eure Projektile viel, viel mehr Damage auf Reichweite machen, auf die gleiche Reichweite wie ohne, weil die Bullet Velocity, das heißt die Geschwindigkeit, mit der die Kugel einschlägt, viel höher ist. Und der zweite gute Aufsatz ist hier panzerbrechend. Nicht nur mehr Durchschlagskraft und Fahrzeugschaden, sondern die Geschossgeschwindigkeit, die reduziert wird, ist so zu vernachlässigen, dass es teilweise eigentlich für euch gar nicht bemerkbar ist. Aber ihr könnt Streaks besser runterballern, ihr könnt fahrende Streaks wegballern und ihr habt eine unfassbare Bullet Damage Time bei Türen, bei Fenstern, bei Wänden. Ihr könnt wirklich durch alles durchsprayen, was ihr auf der Karte findet. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr sowieso einen Aufsatzplatz noch frei habt. Mein Go-To ist aber absolut Hochgeschossgeschwindigkeit. Die effektive Reichweite bei den meisten Waffen liegt irgendwo bei 43 Metern. Kaum eine Multiplayer-Karte, außer vielleicht Tarak, die mir sofort einfällt, hat eine so hohe Reichweite, während aber die Geschossgeschwindigkeit auf den meisten Maps eigentlich der Waffen nicht ausreicht. Mit Hochgeschwindigkeitsgeschossen fühlt sich's öfter eher so an, als wenn ihr diese richtige Hit-Registration hättet, die euch teilweise auch, weil die Server absolut überfordert sind, seit Release fehlen. Und sonst kann man sich eben einzelne Waffenaufsätze angucken. Hier muss man eben gucken, was für seine persönliche Präferenz interessant ist, aber so wie jetzt zum Beispiel diese M4 gebaut ist, ohne Waffentuning außer beim Visier, ist es das, was ich euch empfehlen würde. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich abschließend dazu sagen möchte. Die Waffen im Battle Pass, die ja teilweise wie die hier schon ein Waffentuning haben, das sind ja Pro-Tune-Waffen. Da war die Frage, ob diese Pro-Tunings, ihr könnt sie ja nicht ändern. Es steht da auch ausgewogen Pro-Tuning. Ihr könnt die nicht ändern. Das heißt, ihr könnt das Tuning dort nicht einzeln einsehen. Ihr könnt es entweder entfernen oder so lassen, wie es ist. Da war ja die Frage, ob diese Waffen besser sind als die Standardwaffen, die ihr habt. Und die Antwort ist nein. Das Pro-Tuning kann in einem oder anderen Bereich irgendwo ein bisschen hilfreich sein. Ist aber, wenn ihr real damit spielen wollt, wirklich nicht sinnvoll und solltet ihr absolut lassen. Video ging jetzt ein bisschen länger, als ich geplant hatte, und ich glaube, ich werde nochmal ein separates Video über die Munitionsarten machen, weil die ein paar versteckte coole Sachen haben, die ein oder andere. Ich habe es eben einmal kurz angeführt, aber generell meine Basistipps: Nehmt die Aufsätze, die ich euch vorgeschlagen habe, als Grundsatzidee für eure Waffen. Macht nicht zu viele Aufsätze drauf. Ein Visier, ein Laser, ein größeres Magazin und ein Unterlauf, der nur euer Eidesway verbessert, sind vier Aufsätze, wäre noch einer übrig. Mehr braucht ihr in der Regel nicht. Und wenn doch, passt ganz genau auf, dass ihr die Waffe nicht viel, viel schlechter macht, als sie eigentlich sein müsste. Viele Waffen sind tatsächlich nur mit ein, zwei Aufsätzen besser als mit fünf Aufsätzen.
Lasst euch von diesem Pro-Tuning-Bauplänen nicht verarschen. Die machen eure Waffe auch eigentlich nur schlechter als besser. Und wenn ihr wirklich Waffen tunen wollt, beziehungsweise die einzelnen Aufsätze, ein Feature, was ich ehrlich gesagt völlig unnötig finde, es bringt keinen Mehrwert, macht es vorsichtig, überlegt euch genau, was ihr machen wollt. Wenn ihr unbedingt alle Aufsätze tunen wollt, denkt dran, viele Sachen werden verschlechtert. Ihr werdet es am Waffenperformance, am Waffenbalancing merken. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich bin raus.